Wie geht es mit uns weiter? Das wahrscheinlichste Szenario aus heutiger Sicht ist, erst kommt die Inflation, dann kommt die Rezession, weil die Notenbanken gegen diese Inflation agieren müssen durch eine straffere Geldpolitik. Und wenn die Notenbanken sehen dann, dass die Rezession so tief ist, dann fahren sie eine Art Mittelweg und sagen, okay, dann haben wir halt eine Stagflation, lassen die Inflation ein Stück weit laufen, können aber die Wirtschaft nicht vollends in den Abgrund stürzen. Das dürfte das Szenario sein, das wahrscheinlich ist und das die Märkte jetzt auch zunehmend einpreisen. Gestern etwa hat sich Paul indirekt, der Fed-Chef, indirekt von dem Soft-Landing-Szenario verabschiedet, das er zuvor noch entworfen hatte. Das klang in seinen mündlichen Ausführungen gestern deutlich pessimistischer in Sachen Wirtschaft, in Sachen weiche Landung, als er das noch nach der FED-Sitzung gesagt hatte. Damals Jerome Powell ja mit der Aussage, a softish landing wäre möglich, also eine Art weiche Landung, aber die ist sehr, sehr unwahrscheinlich. In amerikanischen Medien, wie etwa dem Wall Street Journal, heißt es dann, Chair Powell says higher rates could cause a recession. Also dieses böse R-Wort wird in den Mund genommen und wir haben gestern dann gesehen, dass die Fed Fund Futures bereits für 2024 dann die Zinssenkungen der US-Notenbank einpreisen. Ich denke, es wird viel schneller gehen, weil eben die Rezession auch viel schneller kommt. Und Druck ist jetzt da von der linken Seite der US-Demokraten. Da hat Elizabeth Warren praktisch Paul gesagt, ja, dann bist du schuld an der Rezession, lieber Paul. Naja, man könnte auch sagen, die Fed hat es gegeben und muss es wieder nehmen, denn dieser Boom, den wir in den USA gesehen haben, war kreditfinanziert durch massive Liquidität. Also hat man sozusagen ein Stück weit die Zukunft schon in der Gegenwart verkonsumiert und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, naja, aber gib uns wieder den gleichen Konsum in der Zukunft ist zwar menschenfreundlich aus Sicht von Elizabeth Warren, denn es sind ja wirklich diejenigen, die am meisten leiden, die zunächst mal unter der Inflation am meisten leiden, die dann zuerst arbeitslos werden, die dann die Hauptleidtragenden sind. Aber irgendwann ist eben Schluss mit der Orgie. Und jetzt ist Schluss mit der Orgie, weil die Inflation das Ganze nicht mehr zulässt. Dennoch, der Druck auf Jerome Powell und die Fed, der wird immer größer, sodass dann wahrscheinlich vor den Zwischenwahlen so eine Art Umsteuerung kommt. Ende September, Anfang Oktober wäre da ein ziemlich typischer Zeitpunkt. Aber die Fed wird bis dahin erstmal durchziehen. Hier hat zum Beispiel Evans von der Chicago Fed gesagt, der, wie Sie hier oben in der Grafik sehen, somit das Dovischste ist, was man in der Fed finden kann. Also durchaus kein großer Anhänger von permanenten Zinsanhebungen. Der hat gesagt, ja, 75 Basispunkte Hike jetzt im Juli sei sehr vernünftig, 100 Basispunkte nicht notwendig. Und dann Rest des Jahres machen wir 25 Pips. Also tremendous Consensus sei in der Fed, also ein wunderbarer Konsens sei in der Fed, dass man so vorgehen werde. Also die Fed wird weitermachen, muss so weitermachen, weil die Inflation, das haben gestern viele Abgeordnete gegenüber Paul klar gemacht, ist das Thema, unter dem die Leute in den USA leiden. Dementsprechend muss die Fed dagegen agieren. Und wenn die Fed dagegen agiert, dann betrifft das die Amerikaner, aber es betrifft eben auch die ganze Welt. Und deswegen spreche ich drüber, weil das letztendlich der Weichensteller ist, der Trigger ist für die Märkte weltweit. Dementsprechend muss man diese Themen behandeln, wenn man über die Märkte spricht. Hier sehen wir nochmal, alles über 5% triggert normalerweise eine Rezession, weil der Konsument unter Druck kommt. Das ist die untere Grafik. Und Zinsanhebungen triggern auch eine Rezession. Das ist die obere Grafik, jeweils mit den grauen Balken eine Rezession. Also wir haben zwei sehr überzeugende Faktoren für eine Rezession. Zinsanhebungen auf der einen Seite und Inflation, die deutlich über 5% ist, auf der anderen Seite. Dementsprechend sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Rezession kommt. Und wir sehen gestern jetzt erste Anzeichen etwa mit einer solchen Meldung, dass JP Morgan hunderte von Mortgage Bankers feuert, also praktisch Bankern, die im Immobiliensektor hier etwa für die Kreditvergabe tätig sind, weil weniger Nachfrage nach dieser Immobilienkreditvergabe entsteht. Warum? Weil die Hypothekenzinsen so massiv gestiegen sind auf jetzt 6%. Das heißt, für einen durchschnittlichen Immobilien
Kreditnehmer etwa von einem Anstieg von 2020 von $900 auf jetzt knapp $1.900, also fast $1.000 mehr im Monat. Das musst du erstmal reißen, das musst du erstmal schaffen. Und das Ganze wird noch getoppt etwa von der Situation in Kanada. Schauen Sie sich mal die Entwicklung der Hauspreise in Kanada seit dem Jahr 2000 an. Mehr als verdreifachte die Preise. Großbritannien und Frankreich sind auch sportlich dabei, die USA auch. Deutschland zuletzt stark aufgeholt, nur Japan hinkt hinterher. Da haben sich die Preise sogar gesenkt seit dem Jahr 2000, weil man eben aus einer intakten und dann geplatzten Immobilienblase kam. Und jetzt haben wir gestern etwa die CPI-Daten, also die Inflationsdaten aus Kanada bekommen, 13,6%. Auch da muss die Notenbank gegensteuern. Auch da wird die Notenbank die Hausblase zum Einsturz bringen. Das wird sich leider nicht vermeiden lassen. Und das sehen wir natürlich schon mental auch hier CEO Confidence. Also praktisch das Vertrauen, der Optimismus der Firmenchefs verglichen mal mit dem Earnings per Share Six-Month Change, also die Gewinne der Unternehmen. Und hier sehen wir, die dürften sehr, sehr deutlich fallen. Und wenn eine Wirtschaft in eine Rezession kommt, dann ist das für die Aktienmärkte kein gutes Umfeld. Die Zinssenkungen oder vor allem Zinsanhebungen kann man vielleicht verkraften, aber nur dann, wenn eben die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt. Unten sehen wir das Szenario, wie sich Aktien entwickelt haben. Hier diese hellere Linie, wenn eben die Inflation zwar nachlässt, aber die Wirtschaft in einer Rezession ist, dann sind die Aktienmärkte negativ. Wir kennen ja alle das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, das ja so stark eingebrochen ist, zuletzt auf einem Allzeittief gehandelt hat. Und das ist, wie hier Tom McLellan überzeugend zeigt, ein Vorbote für Arbeitslosigkeit. Wir werden also bald steigende Arbeitslosenzahlen sehen. Heute kommen ja zum Beispiel schon die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese Zahlen sind zuletzt nach oben gegangen, dürften jetzt immer weiter steigen. Das heißt, wir werden am Arbeitsmarkt, der ja ein Lagging Indicator ist, ein nachlaufender Indikator, werden wir bald deutliche Verschlechterungen sehen, zumal die Leute massiv unter Druck sind durch ihre Kreditkartenschulden. Durchschnittlich bezahlt man über 20%. Man hat also nicht nur höhere Kosten für den Immobilienkredit, sondern der gesamte Konsum auf Pump wird deutlich teurer. Und hier sehen wir etwa, dass die Kreditkartenzahlen jetzt im Mai negativ geworden sind. Die Bank of America hat hier die Daten mal auch in drei verschiedene Kategorien unterteilt. Leute, die weniger als $50.000 verdienen, Leute, die $50.000 bis $125.000 verdienen und Leute, die mehr als $125.000 verdienen. Man sieht, bei den geringeren Einkommen ist der Abfall größer, weil die sozusagen von der Inflation stärker betroffen sind. Aber selbst die Gutverdiener, also ab $125.000, da hält man sich zurück, da sind die Wachstumsraten nicht mehr gegeben, sondern sogar negativ. Das zeigt, dass wir vor einem Hard Landing stehen, wie hier ein Bloomberg-Artikel auch zeigt. Also der Konsum ist dabei einzubrechen. All das drückt natürlich dann auch auf die Zustimmungswerte für Joe Biden. Jetzt 4 Wochen in Folge weiter rückläufig, nur 36%, das sind fast historische Tiefwerte. Und er wird dann versuchen, Paul, vor den Zwischenwahlen nochmal zu sagen, Junge, wir müssen jetzt vielleicht die Inflation ein bisschen laufen lassen. Auf der anderen Seite kann man das nicht, weil die Leute wirklich drunter stöhnen. Also es ist schwierig, hier einen Ausweg zu finden. All das ist eine Folge der immensen Liquidität. Die Geldmenge hat sich in den USA um 40% gesteigert, in Europa nur um 20%. Deswegen haben die Amerikaner auch eine höhere Inflation, obwohl sie ein geringeres Thema mit der Energie haben, weil sie da nicht komplett, aber weitgehend autark sind. Wir dagegen in Europa nicht. Sonst hätten die Amerikaner ein viel geringeres Inflationsproblem, und so dürfte der weitere Verlauf sein. Die Fed, so ein wirklich guter Post auf LinkedIn, hat keine andere Chance, als die Wirtschaft abzuschwächen mit ihren Maßnahmen gegen die Inflation. Das wird dazu führen, dass letztendlich die Zins
oder die Schuldenbelastungen für viele sehr, sehr groß werden auf der einen Seite, dann allerdings auch die Kreditvergabe deutlich nach unten gehen wird, die Risikoparameter deutlich steigen. Das heißt, diejenigen, die vorher noch Kredite bekommen haben, bekommen keine Kredite mehr. So sehen wir dann eine absolute Abschwächung der Wirtschaft. Auf diese Wirtschaft, die sich so abgeschwächt hat, reagiert dann die Fed und wählt so einen Mittelweg zwischen bisschen Bekämpfung der Inflation und die Wirtschaft nicht zu stark durch eine zu heftige Geldpolitik zu sehr noch weiter unter Druck zu setzen. Das ist das sehr, sehr wahrscheinliche Szenario, das derzeit sich abzeichnet. Und wir sehen die einstigen Highflyer wie Elon Musk, der jetzt gesagt hat in einem heute bekannt gewordenen Interview, Germany and Texas sind gigantische Geldvernichter, diese Fabriken in Austin und bei Berlin. Grünheide, they are losing billions of dollars, hat er gesagt. Vielleicht macht das gleich wieder zu, Geld der Elon Musk, ne? Das hat sich dann vielleicht schon bald wieder erledigt, weil wahrscheinlich Elon Musk am Bedarf vorbei produziert. Zunächst mal war es ja so, dass er gar nicht genug produzieren konnte, aber jetzt dürfte die Nachfrage zurückgehen und jetzt hat er in Boomzeiten diese Fabriken aufgezogen, etwa in Shanghai, wo ja jetzt auch erstmal wieder geschlossen werden muss, um die Produktion zu restrukturieren. Und auf der anderen Seite hat er jetzt eben zwei neue Fabriken gebaut, die ein bisschen Probleme verursachen. Was machen die Rohstoffe in einer Rezession? Das ist für mich die entscheidende Frage. Was kann man denn jetzt tun? Wo kann man investieren? Rohstoffe sind jetzt zuletzt deutlich runtergekommen, waren natürlich vorher sehr heiß gelaufen. Ich denke aber, dass selbst in einer Rezession, wo also die Wirtschaftstätigkeit zurückgeht, zwar die Nachfrage nach Rohstoffen sinken wird, aber das Angebot so knapp ist, dass die Nachfrage nach wie vor das Angebot übersteigt, sodass die Rohstoffe aus meiner Sicht einen guten Boden haben, ein Sicherheitsnetz haben, unter das sie nicht fallen können. Wir sehen aber gleichwohl das Kupfer eben jetzt schon im Minus ist im Vergleich zum Vorjahr. Dr. Copper heißt es ja, der konjunktursensitivste Rohstoff, könnte man sagen, der aber für diese ganzen erneuerbaren Energiegeschichten gebraucht wird. Daher bin ich on the long run total optimistisch für das Kupfer und für andere Rohstoffe. Ich glaube nicht, dass wir so einen Einbruch sehen werden wie 2008 bei den Rohstoffen, weil eben, wie gesagt, die Nachfrage aufgrund auch der Technologietransformation weiter bestehen bleibt. Ja, was werden wir bekommen? Eine Downflation, eine Inflation, eine Rezflation, eine Fallflation, eine Schrumpflation, eine Rezessionsflation oder eine Crunchflation oder eine Depressflation oder eine Rezessflation, können Sie sich aussuchen, aber eins davon wird es sein. Kommen wir nochmal kurz zu den Aktienmärkten. Gestern, wir hatten die Chance, nochmal einen Anschlusskonter zu setzen. Die Bullen hatten diese Chance, die wurde vergeben. Es ist nicht wirklich sehr negativ gewesen, was wir gesehen haben, aber wir sehen, Real Estate, Healthcare und Utilities waren die drei Sektoren, die vorne waren. Energie hat die ganze Geschichte unten gehalten, 4%, der Ölpreis ja gestern gefallen, eben auch wegen Rezessionssorgen. Jetzt sind wir bei den Aktienindizes so in einer Seitwärtsphase, Schiebephase, unentschlossen, unentschlossen, da kommt dann ein Ausbruch. Kontraktion führt zur Expansion und diese Expansion wird kommen. Wir sind sehr, sehr stark überverkauft, deswegen ist die etwas größere Wahrscheinlichkeit doch die, dass wir nochmal eine Bärenmarkt-Rallye sehen, ohne dass der Bärenmarkt selbst in Frage gestellt ist. Wir sehen hier drei Versuche mit weißen Kerzen hier nochmal nach oben auszubrechen, bisher immer gescheitert. Irgendwann muss jetzt der Durchbruch hier, der kurzfristige Durchbruch für die Bullen gelingen. Es wäre dann etwa beim SPY, dem Spider ETF oder dem S&P 500 ETF, vielleicht auch so eine umgekehrte Schulterkopf-Schulter-Formation erkennbar, solange die nicht entwertet wird, nicht sozusagen unvalide gemacht wird, wäre da Potenzial etwa bis den Bereich 3.900, 3.400 im S&P 500. Und hier sagt etwa Matthew Flurry von Goldman Sachs, der normal relativ bärisch ist, sagt, ja, also wir sind sehr, sehr überverkauft, dementsprechend hätten die Aktien die Chance, mal eine Bärenmarkt-Rallye bis Anfang Juli zu absolvieren. Wir werden sehen, ob es gelingt. Interessant übrigens, wenn Sie sich mal, das ist ein ganz anderes Thema, aber es zeigt so ein bisschen die Zukunft der USA. Die Amerikaner haben ja eine Marktkapitalisierung im Vergleich zur Welt, die gigantisch ist, 60% in etwa.
Und hier sehen wir mal die Lebenserwartung der Amerikaner im Vergleich zu den anderen oder zu anderen Ländern, anderen OECD-Ländern. Wir sehen, wie stark die Amerikaner hier betroffen sind von früheren Toten sozusagen. Dieser Knicks nach unten kam durch Corona, aber die Amerikaner haben eben dann noch Probleme etwa mit Drogen, mit diesen synthetischen Dingen, die hier in den USA oder die in den USA ja so gang und gäbe sind. Also das zeigt, das ist eigentlich keine Supermacht, die eine solche Statistik hat, wo die Menschen deutlich früher sterben als in den anderen Ländern durchschnittlich. Das kann auf Dauer wohl nicht gut funktionieren. Und nicht funktionieren wird das, was die Bank of Japan auch derzeit macht. Man ist jetzt wohl das erste Land, das 50% seiner Staatsanleihen durch die Notenbank aufgekauft hat. Dann kommt schon die Bank of England und die EZB. Die Fed hält sich da noch vergleichsweise zurück, jetzt gesehen über die letzten Jahre. Der Yen ist im Crash-Modus. Jetzt hat dann ein ehemaliger Finanzminister hier hat interveniert, Nakao, der gesagt hat, also das werden wir uns on the long run nicht bieten lassen. Daraufhin der Yen etwas aufgewertet, aber das sind dann immer nur so Zwischenetappen. Und hier sehen wir, dass die Japaner jetzt dabei sind, die Schweizer zu überholen, den größten Hedgefonds der Welt, mit den Total Assets in der Bilanz von 137%. Die Schweizer bringen es nur auf 135%, sind dafür aber sehr gut mit Apple ausgestattet und anderen Aktien, die man im Depot hat. Nochmal ein kurzer Blick nach Deutschland. Wieder geniale Politik hier. Ford hat ja jetzt gestern mitgeteilt, dass man in St. Louis im Saarland 6000 Menschen entlassen wird, beziehungsweise die Firma diese Niederlassung stilllegen wird, und hat sich für Spanien entschieden. Ich glaube, Valencia war es. Und das Geniale ist, dass dieser Umzug oder dieses ganze Vorhaben aus einem Fonds bezahlt wird, den Deutschland wiederum als größter Nettozahler maßgeblich auch mitfinanziert. Also die Deutschen zahlen geschickt. Das ist das Problem, wenn du deine Interessen nicht wirklich vertrittst, sondern immer so mi machst. Das kenne ich hier aus der Umgebung. Da war etwa eine Niederlassung eines Pharmakonzerns, der mit Abstand die besten Werte in Europa hatte. Dann wollte der Konzern in Frankreich eine Niederlassung schließen. Dann sind die Franzosen auf die Straße gegangen. Macron hat sich blicken lassen, hat gesagt, so geht das nicht. Wenn ihr das macht, habt ihr hier einen schweren Stand. Also was hat der Konzern gemacht? Hat die Entscheidung rückgängig gemacht und schließt jetzt das Werk bei Hamburg. Und da hat sich keiner blicken lassen. Da ist dann, als alles schon passé war, ist dann der Ministerpräsident von der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein gezeigt. Und das zeigt, die Deutschen betreiben null Interessenspolitik in eigener Sache, weil man eben so pro-europäisch ist, kann man ja sein, aber trotzdem muss man seine Interessen vertreten, und das kommt dann dabei heraus. Abschließend Hypothekenzinsen, meine Damen und Herren, die kennen kein Halten mehr. Erster Artikel, den ich empfehle. Zweiter Artikel: Glencore, einer der Rohstoffgiganten, vor Rekordergebnissen. Es ist wirklich einer der Rätsel, dass die größten Player am Rohstoffmarkt kaum einer kennt. Glencore, Trafigura, hier mal ein Artikel, der ein bisschen das ändern will über diese mysteriösen Rohstoffkonzerne in der Schweiz, die sehr, sehr verschwiegen sind. Also zwei Artikel, die ich Ihnen anempfehle. Und nochmal, wie immer, teilen Sie mein Video, teilen Sie die Artikel von finanzmarktwelt.de, wenn Ihnen das gefällt, auf Social Media oder wo auch immer. Jetzt sage ich Servus und Ciao.